Leute, schaut euch das mal an. Inkasso ist hier angekreuzt. Keine Ahnung, was das sein soll. An Karl S., Leute, schaut mal her. Inkasso, was soll denn das sein? Fahren wir mal zur Post und finden das Ganze heraus. Und schauen wir uns währenddessen noch ganz kurz eine Sache an, okay? Ich werde jetzt nicht sagen, warum die im Auto sind, aber ich wurde schon so häufig gefragt, deswegen zeige ich euch mal ganz kurz hier ein paar Watches. Also, so schaut das Ganze hier aus. Gehen wir das Ganze mal durch. Also erstmal, warum sind die in einem solchen Kasten, Leute? Die sind deswegen in so einem Kasten, weil das Ding hier dreht sich. Und diese Uhren, die bleiben stehen, wenn die sich nicht ständig weiterdrehen, okay? Und wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir uns mal ein paar Uhren anschauen aus meiner Sammlung. Ich spreche sie ganz kurz an, dann auch die Gründe, warum Uhren, was bringt es, was für Uhren, ein paar Tipps von mir, ein paar Empfehlungen von mir. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Wenn euch sowas gefällt, ich wurde jetzt schon so häufig darauf angesprochen und manche Leute denken ja, ich zeige gerne viel, ich gebe gerne an, ich protze und so weiter. Aber es hat sich tatsächlich bei mir in den letzten 2-3 Jahren eher so verhalten, dass ich mit 90% der Dinge eigentlich eher hinterm Berg gehalten habe, weil natürlich die deutsche Gesellschaft auch eine sehr starke Neidgesellschaft ist und ich auch in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Shitstorm hatte, damals beim ersten Ferrari und so weiter. Und aus dem Grund zeige ich eigentlich eher weniger als mehr. Was wir jetzt hier haben, Leute, sind 4 Uhren und die haben alle was Besonderes. Ich fange mal an mit der günstigsten Uhr. Und zwar haben wir hier eine Rolex Deep Sea. Und wie ihr hier sehen könnt, hat diese Deep Sea eine Besonderheit. Und zwar, diese Deep Sea ist eine James Cameron Sondereditions Deep Sea. Ziemlich schwere Uhr, 44 mm breit, extrem dick. Also man braucht da schon wirklich einen guten Rahmen, ein richtiges Handgelenk. Jetzt ein Tour de France Fahrer, an dem würde die wahrscheinlich fehl am Platz aussehen. Und auch definitiv eine Männeruhr. Also ich habe schon mal 1-2 Frauen gesehen mit einer Rolex Deep Sea. Für mich ist das eigentlich ein Style-Faux-Pas. Also geht meines Erachtens nach nicht klar. Und diese Uhr hat normalerweise ein komplett schwarzes Ziffernblatt. Und diese Sonderedition zeigt quasi erstmal hier das hellere Blau. Und dann taucht man mit dieser Uhr, also eine Taucheruhr. Und dann taucht man nach unten, dann wird es natürlich auch immer schwarz, immer dunkler. Und die Schrift hier, das Deep Sea, ist in grün. Und diese Uhr, die kostet, glaube ich, ca. 11.500 Euro. Das Thema ist aber folgendes. Rolex erhöht immer jedes Jahr um ein paar Prozent die Uhren. Also gefühlte 10% sind es. Ich glaube, es sind wenige. Ich glaube, es sind normalerweise nur so ein paar Prozent, aber Rolex erhöht um jedes Jahr die Uhren und Rolex produziert auch dieses Jahr weniger Uhren. Das heißt also, diese Uhr kostet jetzt, wenn man sie kauft, im Internet, ihr könnt ja mal schauen, auf Chrono24 schaue ich meistens, kostet die wahrscheinlich schon so 13, 14, 15.000 Euro. Deswegen ist es auch ganz wichtig, ihr müsst mit eurem Uhrenhändler eine relativ gute Beziehung aufbauen, dass er euch auch wirklich vorzeitig Bescheid gibt, denn ihr könnt mit Uhren, wenn ihr am Anfang kaufen könnt, könnt ihr eigentlich bei sehr vielen Modellen extrem schnell sofort Geld verdienen. Da geht es eigentlich dann mehr so drum, okay, wer bekommt die überhaupt? Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn ihr schon 3 Ferraris gekauft habt, dann hättet ihr damals den LaFerrari zum Beispiel kaufen können. Und als er dann ausgeliefert wurde, dann konnte man so für circa 1 Million kaufen. Als man den dann bekommen hat, war er eigentlich schon 2 Millionen wert. Also man verdient dann quasi sofort Geld mit nichts tun. Man muss einfach nur vorher eine Ferrari-Sammlung haben. Und natürlich eine gute Beziehung haben und sich auch die Anzahlung natürlich auch leisten können. Also, fast alle Uhren, die ich mir kaufe, sind immer Wertanlagen und die werden immer wertvoller. Also ich habe noch nie an einer Uhr Geld verloren. Noch nie. Das einzige Geld, was ich verloren habe, war damals bei Billiguhren, also bei so einer Fossil-Uhr oder irgendwas. Die kauft man sich für 100, für 200 Euro und dann ist sie wahrscheinlich in einem Jahr halt ungefähr gar nichts mehr wert oder kaputt. Also, das Modell Nummer 1 und ich habe dieses Modell auch mit komplett schwarz hinten. Das habe ich mir damals gekauft in Stuttgart, glaube ich, für 6.800 Euro und auch das wäre jetzt mindestens 9.000 oder 10.000 Euro wert. Das heißt also pro Jahr eine Steigerung von 500 bis 1.000 Euro mindestens. Schauen wir uns mal kurz die nächste an. Und zwar habe ich jetzt hier nochmal eine ganz andere Brand und hier verhält sich das ähnlich. Ja? Patek Philippe, Nautilus, viel dünnere Uhr, ja. Viel dünnere Uhr, viel elegantere Uhr.
Ich würde zum Beispiel diese Rolex-Uhr, könnte man jetzt sogar auch im Gym anziehen, sportlich beispielsweise. Die Rolex-Uhr passt eigentlich zu allem. Ich finde, so eine Uhr ist jetzt wirklich zum Beispiel, wenn man jetzt einen Notartermin hat, irgendwas im Bereich Immobilien, Business, also eine sehr geile Uhr. Und allein die ist jetzt auch schon mindestens 10.000 Euro, also 10.000 Euro, nicht so wie da so 2.000 Euro, sondern die ist jetzt wirklich schon so circa 10.000 Euro über dem eigentlichen Listenpreis sehr stark gestiegen. Soweit ich weiß, ich glaube, die teuerste Stahluhr, also über 20.000 Euro und jetzt auf dem, ja, auf dem in Anführungszeichen schwarzen Markt natürlich deutlich mehr. Jetzt kommen wir zu einer dritten Marke und ich halte mich eigentlich immer an diese drei Uhrenmarken, okay? Ich halte mich meistens an Rolex und ich empfehle auch wirklich jedem als Einstiegsuhr eine Stahl-Rolex. Die Gold-Rolex-Uhren, die können tatsächlich erstmal an Wert verlieren und die verkratzen auch viel einfacher, denn Gold ist natürlich weicher als Stahl. Und ich will noch eine Sache sagen, Leute, ich bin bei weitem kein Uhrenexperte, okay? Ich bin kein Uhrenexperte, ich will mich jetzt hier nicht positionieren als Uhrenexperte, ich bin auch kein Autoexperte. Ich bin kein Schmuckexperte. Ich bin in keinen diesen Dingen Experte. Okay, in keinen diesen Dingen. Ich bin im Endeffekt Fitnessexperte. Ich bin im Bereich Social Media, Bereich Online-Marketing und auch natürlich im Bereich Unternehmertum. Diese Uhr hier, eine Audemars Piguet, diese Uhr wurde jetzt komplett neu aufgesetzt. Die ist 42 mm und von der gibt es jetzt, glaube ich, mit LeBron James, die Neuauflage. Also die hier. Die hier ist jetzt von 2002, ja, von 2002 ist diese AP und die kam jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr nochmal komplett neu raus, also genau gleich, nur als Neuauflage. Und das hier wäre jetzt quasi so von AP das Gegenstück im Endeffekt zu der Rolex. Könnt ihr mir mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr schöner findet, also die AP hier oder die Rolex. Und diese Uhr hat eben den Unterschied, dass sie noch einen Chronograph hat. Ja? Und bei den AP-Uhren kann man das Ding hier oben nicht drehen. Okay? Das heißt also, hier kann man drehen. Ja, dreh. Hier kann man drehen. Und hier bei der AP kann man eben nicht drehen. Hat noch einen Chronograph mit drin. Und hat eben auch eine andere Schließe etc. Zum Thema Schließe, was ich sagen muss, ist, diese Uhren sind eben extrem geil, weil man kann die hier, man kann die Uhr in multiplen Arten und Weisen einstellen. Und vor allem das allergeilste Feature ist dieses Feature hier. Ja, hier dieses Auf- und Zuzieh-Feature. Taugt mir richtig gut. Und dann haben wir noch als nächstes, Leute, was richtig krass ist, okay. Das müsst ihr mal vorstellen, ja. Ich hatte eine Begegnung mit einer Person, ich werde es nicht sagen. Was für eine Person. Und die hat diese Uhr hier mit einer G-Shock verwechselt. Das war natürlich schon sehr bitter. Also wir haben jetzt hier eine AP Keramik Weiß 44 mm. Mal im Vergleich. Die AP hier hat 42 mm, die hat 44 mm. Auch Chronograph. Und die 42er bei AP, die haben immer diese Knöpfe hier. Und die 44er, die haben hier immer diese fetten Knöpfe. Das nur mal so zum Vergleich, ja. Und bei dieser Audemars Piguet ist es so, dass das auch eine Boutique Edition ist, Sonder Edition ist. Okay. Die habe ich erworben für so, ja, so 42. Jetzt ist die wahrscheinlich 70 wert. Innerhalb von einem halben Jahr. Also eine Wertsteigerung von, ja, von wahrscheinlich ungefähr 20-30k. Also wenn ich mir jetzt nur mal dir diese Uhren anschaue, okay, diese Uhren hier, dann wären das quasi ein Wertgewinn von 30, 40, ja, von wahrscheinlich 50k. 50k an Wertgewinn. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wie lang eine normale Person, ein normaler Mitarbeiter auf relativ gutem Niveau, also jetzt sogar beispielsweise ein Ingenieur, ein Anwalt oder so, arbeiten muss, um 50k Wertsteigerung reinzuziehen, okay. Und hier kauft man das Ding, legt es einfach nur weg und die Wertsteigerung kommt. Und sowas, Leute, okay, AP Sonderedition ist aus Keramik, okay. Also die anderen Uhren, ich bin jetzt noch kein so ein krasser Goldfan. Ich habe auch ein, zwei Sachen in dem Bereich. Also falls ihr da noch mehr sehen wollt, gebt einfach einen Daumen hoch.
Und diese Uhr jetzt hier ist einmal extrem geil, weil die hier Titan hat. Also Titan sehr, sehr, sehr leicht hier bei der Schließe. Jetzt haben wir hier so ein Kautschukband. Und diese Bänder, die sind einfach extrem geil. Die schwitzen nicht, die sind extrem bequem. Und das Gehäuse hier, Leute, ist eben Keramik. Das heißt also, ich kann hier wirklich drauf rumkratzen wie ein Vollidiot. Ich kann damit alles machen. Das Einzige, was man nicht machen sollte, ist, man darf jetzt so eine Uhr nicht irgendwie fallen lassen. Oder diese Uhr sollte auch keine Stöße bekommen. Denn dann geht nämlich das Innenleben von so einer Uhr kaputt. Aber wenn ich jetzt hier auf der Oberfläche bin, die sieht jetzt quasi noch komplett aus wie komplett neu. Obwohl ich die ständig trage, einfach aus dem Grund, weil dieses Keramik hier, okay, das kann sich im Endeffekt fast nicht beschädigen. Also das kann fast nicht beschädigt werden, okay, kann fast nicht beschädigt werden. Und zu welchem Anlass würde ich jetzt so eine tragen? Also ich eigentlich relativ häufig, einfach aus dem Grund, weil sie nicht beschädigt wird. Aber sowas kommt zum Beispiel cool. Ich war jetzt letztens hier in München bei einer Party von einem Schönheitschirurgen und da sind natürlich jetzt auch einige Leute, ja, einige Leute, bei denen richtig was läuft. Und bei solchen Leuten, die haben natürlich jetzt das Auge dafür. Man könnte jetzt hier irgendwo durch die Stadt laufen und beispielsweise fast jeder würde checken, ah okay, der trägt eine Rolex-Uhr, Prolex, ist vielleicht ein Prolet und so weiter. Ich kann aber dann eine AP tragen, die vielleicht 10-mal mehr kostet, aber das checkt eigentlich fast niemand. Außer Insider. Und sowas finde ich halt dann zum Beispiel cool. Also niemand checkt eigentlich, was läuft. Außer die Leute, die es eben vielleicht checken sollen. Und das ist dann natürlich schon so eine Sache, die dann schon teilweise richtig gut kommt. Also wenn man dann auf einem Geschäftstermin ist oder bei einem Social Event und man trägt dann vielleicht eine Uhr, die potenziell bald mal auch ein 100er wert ist, dann ist es schon ein gewisses Statement und gibt einem auch ein gewisses Standing auch irgendwo. Ja. Auf der anderen Seite kenne ich natürlich auch Leute, Multimillionäre, Milliardäre, die tragen gar keine Uhr. Die sagen sich, hey, scheiß drauf, aber auf dem Level bin ich noch nicht. Ja. Also ich bin noch nicht auf dem Level, wo ich sage, ich scheiß da komplett drauf. Ich nehme das auf jeden Fall noch mit und ja, jetzt haben wir hier mal ein paar unterschiedliche Modelle gesehen. Ich mache jetzt hier zu. Ich schau mal, was die Inkasso-Leute hier von mir wollen. Muss zugeben, keine Ahnung, ja. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Ich würde sagen, wir machen aber noch ein kurzes Bild für ein Thumbnail, oder Leute? Dazu setzen wir jetzt noch mal kurz die Brille auf und ich habe noch eine coole Sache und zwar, es werden sich natürlich einige fragen, wie ich dieses Geld verdient habe. Wie kommt man an so ein Geld? Ich bin jetzt 28. Sehr viel hat sich bei mir schon abgespielt bis zum 24. Lebensjahr und ich habe das Ganze mal zusammengefasst. Also ich habe mal meine ganze Geschichte erzählt und habe auch beschrieben, wie ich mein Geld verdient habe in der Präsentation. Ich habe da noch zwei Jungs mit reingenommen, denen ich auch beigebracht habe, wie das Ganze funktioniert. Die verdienen mittlerweile auch so circa 30.000 Euro pro Monat und ich habe das Ganze hier unten verlinkt. Das könnt ihr euch anschauen. Das also mal das eine. Aber was natürlich extrem wichtig war, ich komme nicht aus irgendwie einer Unternehmerfamilie, ich komme nicht aus einer reichen Familie und ich hatte auch anfangs das Wissen und den Mindset zugegebenermaßen gar nicht. Das heißt also, ich musste mich erstmal wirklich einlesen in viele Themen. Ich habe auch deswegen einen Buchclub gegründet, den habe ich auch hier unten verlinkt. Ich habe dort die allerbesten und wichtigsten Bücher im Bereich Business, Psychologie, Humanbiologie, Marketing, Verkauf etc. zusammengefasst, auch Biografien, könnt ihr euch definitiv auch nochmal anschauen und ich habe dort auch nochmal eine richtig geile Fitness-Challenge mit drin, Read and Run, die jetzt bei mir heute losgeht. Also Leute, ich muss jetzt jeden enttäuschen, der gehofft hätte, dass bei mir Peter Zwegert vorbeischaut. Also, es waren zwei Bücher, Leute, wurden mir zugeschickt und da stand hinten drauf, Einschreiben und Inkasso. Ihr könnt mir gerne Sachen zur Juicery schicken. Also, mir haben schon Leute Schuhe geschickt, Klamotten geschickt, Bücher geschickt, Proben geschickt und so weiter. Und im Regelfall promote ich dann schon öfter mal Sachen. Aber wenn mir was per Einschreiben schickt, zwei Bücher, den werde ich jetzt nicht promoten. Ich werde mir das jetzt erstmal durchlesen und dann schauen wir weiter, okay? Also, alle Informationen sind wie gewohnt hier unten drin.
checkt es ab. Okay, Leute, passt auf. Passt auf, Leute, ich hab's. Ich will's ein bisschen vorlesen, okay? Lieber Herr S., mein Herzenswunsch ist es, mit Ihnen als Mentor und Partner erfolgreich und mit viel Spaß gigantisch groß zu wachsen. Vorab bis 31.07.18 mindestens 300.000 Euro, danach im zweistelligen Millionenbereich. Was ich Ihnen geben kann, okay? Also da fragen gerade hier Leute an. Sehr interessant. Also, was würde ich gerne von Ihnen nehmen? Da will jemand was von mir nehmen. Was würde ich gerne von Ihnen nehmen, okay? Also, Sie als Mentor, Partner und Kooperation mit viel Spaß aus beidseitiger Beratung und Coaching. Fahren Sie weg oder? Ich fahre gerade weg, ja. Müsste da. Alles klar. Okay, also Coaching, Online-Marketing und so weiter. Also Leute, checkt auf jeden Fall das Video ab, die Links. Bis dann, ich muss wegfahren.